Ja, und herzlich willkommen zurück bei Joes Abenteuer. Endlich mal wieder, weil ich jetzt so mehr Bock auf Fluch der Karibik hatte, das mehr zu machen. Aber das liegt daran, weil ich auch hiermit ein kleines aufnehmen möchte, weil ich auch dann eine Mission mache. Aber das erkläre ich dann bei der anderen Mission, was ich sagen möchte. Aber wir sollen uns jetzt einen kleinen Mordanschlag verüben. Ja, hätten sie es gedacht. Ja, natürlich dürfen wir dies, werden wir diesmal nicht in Schwierigkeiten stecken, denn wir sind sicher. Das werdet man auch gleich sehen. Nee, wir machen dann nämlich noch eine Mission für, also so eine Automission, Autodiebstahl. Und da habe ich nämlich ein kleines Special vorbereitet, sozusagen mit ein paar Gästen drin. Ne? Das mache ich aber in einem Spezialvideo, also mache ich extra Nummer 1 dazu. Und deswegen, ja, habe ich mir jetzt überlegt, mache ich erstmal, nehme ich das auf, damit ihr ja gar nichts von dem verpasst habt, sozusagen. Mir fällt auch gerade auf, ja, tut mir leid, dass es ein bisschen unscharf ist bei den Mafia 2 Spiel, aber es ist halt so, weil ich einfach noch gar keine Grafikkarte drin habe. Und deswegen liegt es einfach daran, dass ich die unterdrehen musste. Eigentlich wäre es ganz unscharf, aber durch die Aufnahme wäre es halt richtig leckend die ganze Zeit, ja. Ja, ging eigentlich schnell. Rotes Protein, schnell. Wow, okay, $80 für, okay, für das bisschen Risiko. Wir haben $18.483 und 62 Cent. Es geht schon hier. Rock Arena, genau da mache ich dann eben schon mal ein extra Level. Also noch ein extra, nach der Aufnahme, wie gesagt, mit ein paar Gästen. Und das dann eben schon unter der Rubrik laufen. Let's Plays Spezial, das ist so, habe ich mir überlegt, wo halt mal besondere Sachen drin vorkommen, Gäste oder sowas, also, das heißt Gäste, wenn ich jetzt mit jemandem spielen würde, wäre das auch ein Gast, ich meine so Spezialgäste, also wo ich mehr Arbeit habe beim Schneiden hinterher, also wo ich das zusammenschneiden muss und so weiter und so fort, ja, aber wir müssen natürlich hinfahren. Ich habe mir nämlich auch überlegt und werde ich auch irgendwann mal machen, muss ich mal gucken. Und zwar sowas zum Unterhalten, so ein Let's Talk oder wie ich das so nennen möchte, wo ich halt mich über aktuelle Themen wie Spiele und sowas unterhalte, aber auch gegen, besonders bei YouTube, wenn welche gehackt und bedroht und beleidigt werden. Das sind so die Hauptthemen, die ich da machen werde. Mit Gästen ist es da auch um zumal ein Livestream gibt, wo halt dann andere mitsprechen und ja, habe ich mir einfach mal so gedacht, gucken, ob das vielleicht startet in diesem Monat noch etwas, aber es kann auch oben. Mal gucken, wie sich das so entwickelt. Ja. Könnten jetzt natürlich auch mit denen hier vorne bremsen. Und mache ich natürlich auch. Vollidiot. Joe, da muss ich dir mal kurz nicht zustimmen, denn das war eine Frau. Also es ist eine Vollidiotin oder so. Ach, scheiß drauf. So, das kann ja nicht mehr weit sein. Ah, na toll, die Bullen. Kann auch rufen, Jungs. Ich hab sogar, bin sogar lauter als ihr, was sagt Netz? Ja, ja. Die provozieren alle, hab ich so das Gefühl. Naja, zum Sprung hat das PCR noch nicht gereicht. Tja,
Rock Arena. Schlägt die Rocker in einigen Spielen und beschaffe den Wagen wieder. Gewinne den Wagen in einem Kampfarena. Der Rocker für Charlie. Und warum macht er es nicht selber? Ah, ich verstehe. Der kann halt bloß mit dem Schraubenschlüssel umgehen. Ja. Nein, nein, Spaß, Spaß. Ich will damit auch keinen auf den Schlips treten. War nur Spaß. Alles, was ich hier sage bei meinen Videos, ist alles nur Spaß. Das dürfte jetzt nicht ernsthaft oder so nehmen. Auch wenn es mal ab und zu ernsthaft klingt, es ist reiner Spaß, weil man, darum geht es ja eigentlich beim Let's Play, Unterhaltung. Da steht das Labern im Vordergrund. Mit unter anderem. Könnten jetzt natürlich auch rein anfangen. Na toll. Überspringen? Nein. Ja, den Wagen hätte ich auch so beschaffen können, also ich mir klauen können und genauso errichten können. Hätte ich auch machen können, aber bitte. Runde 1. Ah, Joe hat keine Mütze. Wertstoff fertig. Ja, okay. Ja, wild um sie schlagen hilft auch nicht. Waffe ziehen, ja. Ich glaube, es wäre nicht so ratsam jetzt. Zu backen und die drei berühmten Schläge von uns und der Bang voll in die Eier. Du hast gewonnen. Wie schön. Runde 2. Hantieren. Wenn wir den auch zufällig leicht ausschalten können, das wäre perfekt gewesen. Irgendwie immer so typisch bei Videospielen. Immer machen sie das Prinzip, alle guten Dinge sind drei. Du hast gewonnen. Wie schön. Runde 3, der finale Kampf. Der, bitte auflockern, bitte auflockern. Das schon. Boah, der saß, der saß. Nein, ich will jetzt nicht K.O. gehen. Ja, schon. Oh, ging aber schnell. Oh, der ist ein guter Buff. Du hast das Turnier gewonnen, okay? Dachte, es war ein Boxkampf. Es ist einmal ein Turnier.
Der Wagen gehört dir. Wie schön. Ja, okay, mir gehört er nicht. Charlie gehört er. Jetzt sind auf einmal alle weg. Okay. Ich verstehe. Aber schnell fährt er. Das kann man so nicht sagen. Aber wir müssen auch aufpassen. Nicht, dass wir sterben. So, wie müssen wir denn jetzt fahren, Alter? So, mein Weg. Wir dürfen natürlich jetzt auch nicht sterben, denn sonst sind wir tot und dürfen von vorne anfangen. Tja, so sieht's aus, Leute. Wenn wir nochmal Empire Bay schön zu Nacht sehen, könnten jetzt auch noch ein paar Leute umfahren. Kein Auto auf der Straße? Wie seltsam. Ah, doch. Ja, okay. Polizei. Ah. Ein neuer Tag kommt. Ab in die Welt. Was kommt der mir auch? Ich hab Vorfahrt gehabt. Nicht der. Ihr habt das alle gesehen. Er hat mir voll die Vorfahrt genommen. Auch hupen. Nicht nur du. So, Chinatown sind wir. Wollte eigentlich seine Tür noch mitnehmen und den auch, aber... Ah, da wäre einer gewesen. Ja, okay. Fahr mal. Auto noch. Na, verdammte Fensterbullen. Sollten vielleicht doch nicht in die... Muss noch rumfahren. Das gefällt mir absolut nicht. Erfolgung von Rase aufgenommen. Nicht mit mir, nicht mit mir. Alles klar. Wie du damit fertig wirst, du Sand durchfahren musst. Und ja, voll mitgenommen. Und Schwierigkeit 100% plus. Finde ich schick. So, bevor ich jetzt euch gleich entlasse in den schönen Feierabend, wollte ich noch mal gucken, wie weit wir denn sind. Ja, sagen wir mal 80%, 80%, ja. 20% sind noch da. Also, das heißt, wir haben eigentlich nicht mehr viel. Der noch, ja, waren bei denen. Ist mir auch schon fertig, ja. Ich glaube, die kann man so eine Nebenquest, man sollte sich, wenn man das schnell durchhaben soll, an diese Mission halten. Dann ist man auch schnell durch. Das sind ja plus Radios. Nebenquests, sozusagen, diese Autos Diebstahlsnummer. Jetzt haben wir es, ist nur eine Nebenquest, also von dem her. Dass ich das jetzt mal, weil das wäre jetzt wie so ein Rennen, was man da machen müsste. Sprich, hier, wir sollen jetzt mit einem aufgemotzten Auto, also getunten Auto, jetzt so schnell fahren, 6 Checkpointe durchqueren. Und ja, das war es eigentlich. Finde ich auch nicht spektakulär, also von dem her mache ich das auch nur, wenn es wirklich nicht mehr geht. So, und weil wir jetzt auch an meiner Wohnung sind, sag ich mal, wir sehen uns dann beim nächsten Part von Joes Abenteuer.
Das wird wahrscheinlich so Joes Speziale sein. Also Let's Play Spezial. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Part. Und die Macht ist mit euch. Immer. Und tschüss.